Danke, Thomas. Sind nicht 25 Jahre, sind 35 Jahre. Man sollte es kaum glauben. Denn tatsächlich, ich danke für die Einladung. Kenne ich dieses Haus seit Beginn an. Ich bin eine Britzerin, ich bin hier Abgeordnete gewesen damals. Und ich kenne einige Bewohner noch, aber was ich auch weiß, ist, wie es hier war, bevor dieses Haus gebaut wurde. Da waren hier so eine kleine Baracken. Da sind wir immer einkaufen gegangen, weil Omas Nachbarin hatte hier einen Tante-Emma-Laden. Und als der Tante-Emma-Laden abgerissen wurde, weil dieses Haus hier gebaut werden soll, da waren wir erstmal alle sehr traurig. Ach, was macht sie denn? Wo gehen wir denn einkaufen? Aber nach 35 Jahren, eigentlich schon nach kürzerer Zeit, haben ich und auch alle anderen feststellen können, was für eine Bereicherung dieses Haus für Britz und für diese Gegend ist. Und vielleicht ist das auch die Message, die ich einmal mitbringen möchte. Das Leben ist Veränderung und meistens ist die Veränderung gut. Man muss sie richtig angehen, aber Veränderung ist ein Teil des Lebens und es ist schwierig, manchmal damit umzugehen. Aber man sieht an diesem Haus, wir haben hier ein Haus bekommen, was nicht nur den Anspruch hat, offen zu sein, sondern dieses Haus hat es geschafft, diese Idee, Behinderte und Nichtbehinderte zusammen unterzubringen, sich gegenseitig helfen zu können, sich zu akzeptieren, nach außen zu wirken. Das ist eine Message, die gefruchtet hat, die wirklich gelebt wird. Und deshalb bin ich sehr stolz, dass wir in Britz sowas hier haben und recht herzlichen Dank an die Diakonie, dass sie dieses Haus übernommen hat und in dieser Tradition auch weiterführt. Dass dieses Haus ganz offen ist, haben wir natürlich vor allem auch den, nicht nur den Bewohnern zu verdanken, die da hinten irgendwo noch an ihrem Tisch sitzen, sondern vor allem auch denjenigen, die für dieses Haus verantwortlich sind vor Ort. Und ich habe vorhin von der Familie Trottner, die ich hier erwähnen muss und denen ich Danke sagen muss, wie toll sie das immer wieder machen, gesagt bekommen, ey, 1991 haben sie ja angefangen, also ehrlich gesagt, gefühlt sind es 100 Jahre für mich. Ihr seid eigentlich schon immer da gewesen, ihr gehört dazu. Wenn man sie anguckt, weiß man, es können nicht mehr als 5 Jahre sein. Also insofern, euch einen lieben Dank an dieser Stelle. Und das Zweite ist natürlich, Thomas, auch dir nochmal einen ganz dicken Dank. Thomas, du bist quasi so eine gute Seele, die hier reingekommen ist und die dieses Haus auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise geöffnet hat. Das ist nicht nur die Tee- und Wärmestube. Es sind die vielen Menschen, die du hierher bringst. An der Stelle sei mal einer herausgehoben, weil er eigentlich mit der Diakonie gar nichts zu tun hat, weil er eigentlich mit dem Haus Britz gar nichts zu tun hat. Aber Herr Eichler ist von Berlin brennt. Da sitzt er, wo ist er? Wenn wir ihm mal einen Applaus geben, ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was Berlin brennt ist. Es ist eine private Initiative, die sich darum sorgt, dass Berlin im Bereich der Sicherheit, vor allem der Feuerwehrsicherheit, nicht gut ausgestattet ist. Und Berlin brennt kämpft zusammen mit den Feuerwehrleuten dafür, dass die Feuerwehr, die Berliner Feuerwehr, besser ausgestattet wird. Und Kai Eichler hat einen Gewaltmarsch in Uniform. Also wenn Sie mal einen Feuerwehrmann voll aufgerüstet gesehen haben, dann wissen Sie, was er geleistet hat. Einen Gewaltmarsch in voller Uniform hinter sich gelegt, um Berlin brennt zu unterstützen. Sag mal recht herzlichen Dank für das. Aber auch recht herzlichen Dank dafür, dass Thomas mit solchen Menschen eben das Haus auch öffnet. Es sind Sachen, die uns alle angehen und die das Leben verknüpfen, von Behinderten, Nichtbehinderten, Betroffenen, Nichtbetroffenen, Berliner, Nichtberlinern, Britzern, Nichtbritzern. Übrigens, Nichtbritzer zu sein, ist nicht ganz so schlimm. Also kann man aufarbeiten. Also ich wünsche Ihnen allen ein schönes Fest. Von wo immer Sie hier gekommen sind, kommen Sie wieder, bleiben Sie dem Haus treu. Und euch recht herzlichen Dank dafür, dass ihr das hier auf die Beine gestellt habt.